Mahlzeit, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Das nächste Pandora-Nest haben wir zerstört hier oben. Und jetzt geht's für den Trupp wieder zurück zur antediluvianischen Ruine. Aber ich denke, na, wir das mal schauen, was zuerst drankommt. Ne? Wir haben hier ja unseren Trupp, der unterwegs ist. Der zweite Trupp, der unterwegs ist zum Pandora, zur Pandora-Zitadelle. Und die hat natürlich Priorität. Hier werden wir mal... hier möchte ich mal noch handeln. Ne? Und zwar möchte ich gerne noch mal Nahrung tauschen. Ein letztes Mal. Ne? Sonst ist es hier knapp mit der Nahrung. Und dann geht's ab hier zur Zitadelle. Hier sind wir auch. Ah, hier wollte ich auch noch mal handeln. Ja. Wir tauschen mal ein bisschen Tech. Ja, lass uns mal so. Okay, gut. Und dann da, fliegt ihr ja auch hier hin. Okay, also dann haben wir jetzt demnächst zwei... Wir haben die nächste Invasion. Oh, bist du des Wahnsinns. Schaut mal hier. Und die ist schon extrem weit vorangeschritten, die... Der Manticore ist das schnellste Flugzeug. Wir machen das jetzt mal so tatsächlich. Die Vorwarnzeit ist hier ziemlich kurz. Ihr seht den roten Balken, den roten Kreis, der sich hier schließt. Puh, das könnte eng werden. Hier oben ist noch mehr Luft. Aber da sind wir auch noch ein ganzes Stück weit entfernt. Wir fliegen mal los. So, hier sind wir beim Ort der Uralten. Den möchte ich jetzt nicht spielen. Jetzt haben diese beiden Verteidigungen hier tatsächlich Priorität. Aber es sieht gut aus. Ja, wir kommen ran. Wir kommen ran. Das ist die Zitadelle in Japan. Warten wir auch noch ab. Ja, ich spanne euch ein bisschen auf die Folter, ne? Forschung abgeschlossen, fortschrittliche Zerfetzen-Technologie. Ja, und da, guck mal, neue Schredder-Raketenwerfer für Phoenix. Das ist also eine neue Anbauwaffe wieder für hinten drauf. Ragnarök-Rakete. Das ist die passende Munition dazu. Und eine Mjölnir-Granate. Mit Zerfetzen. Okay. So, haben wir jetzt noch hier was drin? Ja, Stimpack. Technologie. Und nein, abwarten. Oh, Geisterkrieg. Was haben wir jetzt hier? Der Blinde meldet sich. Der blinde Gesandte von Anu. Die alte Welt existiert nicht mehr und doch verfolgt sie uns. Es gibt diejenigen, die davon träumen, uns in die dunklen Tage vor der Flucht zurückzubringen, als die Gier herrschte und Veränderung unmöglich schien. Sünden und Lügen sind schwer abzulegen, aber wir werden sie ablegen. Mit dem Segen des toten Gottes. New Jericho wird fallen und die Gläubigen werden frohlocken. Ich denke, damit haben wir jetzt wirklich einen Kriegsausbruch. New Jericho meldet sich. Ne? Dies ist ein Notfall. Wir haben eine gewaltige Truppe des Feindes identifiziert, die sich auf die Kommandofestung, zumarschiert. Wir brauchen eure Hilfe. Wenn wir Freunde sind, dann ist dies der Zeitpunkt, an dem ihr es beweisen müsst. Wir haben Grund zu der Annahme, dass das Jugodwesen bemerkt hat, was wir tun und versucht, uns von der Landkarte zu tilgen, bevor wir unser Verteidigungsnetzwerk richtig aufstellen können. Tobias West ist hier und er ist bereit zu kämpfen. Er wird nicht untätig zusehen, während andere für seinen Plan sterben. Aber wenn wir ihn verlieren, verlieren wir alles. Wir brauchen eure Hilfe. Ich flehe. Oje. Oje. Ich wusste es, dass wir uns auf euch verlassen können. Wir haben einen neuen Ort im Geoscape, also eine neue Quest-Mission New Jericho. Und das andere hat sich für mich jetzt echt angehört, als hätten die Jünger von Anu den Krieg erklärt. Wir gucken mal an die Diplomatie tatsächlich. Die Jünger von Anu sind im Krieg mit New Jericho und Synedrion ist ebenfalls hier gleich mit drin. Wow. 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 Stadt auf dem Hügel ist eine Mission hier. Okay. So, aber als allererstes verteidigen wir jetzt gemeinsam Kataluna. Gibt uns hier ein bisschen Belohnung. Gehen wir es an. Eine Synedrion-Zuflucht mit
8 Soldaten natürlich. Ja, die Sechser hier nehmen wir auf jeden Fall mal alle mit. Und hier hätten wir noch Markus und Diana. Die möchte ich auch mit zum Einsatz bringen. Dann schmeißen wir wohl einen der Siebener raus. Oder? Ist das wieder zu mutig? Ja, wir brauchen einen Techniker. Wir brauchen einen Techniker. Kann ich nicht machen. Wir lassen Markus zu Hause und nehmen... Achso, nee, wir lassen Markus zu Hause. So ist es. Und wir nehmen Black Butterfly mit, der ja Techniker ist. Okay, wir gucken hier mal rein. Die Arme haben wir. Ah, wir brauchen aber hier den Feldheiler. Ne? Den bräuchten wir schon. Sonst bringt er mir nichts. Oder wir sagen, na dann, oder wir sagen, wir lassen den Blackie zu Hause und nehmen stattdessen Sophia mit. Die hat den Feldheiler schon. Jawohl. Und die hat sogar schon 32 Punkte mehr. Da können wir den Ferneinsatz hier noch reinklicken. Gefällt mir besser. Okay, machen wir es so. Feuer frei. So, und wenn es dick kommt, dann gleich so richtig. Ne? Jetzt haben wir zwei Zitadellen offen, aber schaut mal, hier ist auch eine. Aber gut, hier können wir natürlich mehr oder weniger ausschließen, dass uns hier eine Gefangennahme gelingt, denn wir haben den Trupp jetzt überhaupt nicht entsprechend ausgerüstet. Aber eine Skylla Tyreos ist hier am Start. Virusbeständig, Wutrausch verursachen, Mindfragger erzeugen. Also die müssen wir erstmal kaputt kriegen, beziehungsweise irgendwie versuchen, in die Flucht zu schlagen. Und sie wird wahrscheinlich ja auch nicht alleine sein. Ne? 8 Zivilisten haben wir zu retten. Ja, schauen wir mal, wie wir das anstellen alles. Lord Ferrum. Ja, dazu sollten wir halt vielleicht auch erstmal sehen, wo die Zivilisten sind. Aber ja, komm, wir gehen mal ein bisschen aggressiv vor. Wow. Wir sehen nichts. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich hier hochspringe und nichts sehe. Hafo. Nächster Versuch. Jetzt. Ach, da drüben. Okay. Ja, das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. 280 Punkte. Weiterentwickeltes virales Maschinengewehr, Spuckerkopf und Granatwerferarm. Ja, wär schon ganz cool, wenn wir den ausschalten. Catweasel. Noch einer offen. Ja, ja, jetzt. Oh, nein. Artillerieeinheit. Ma. Und ein scheiß Schussfeld. Okay. Noch ein Sprint. Mal was von hier. Ready to fire. Kein guter Schuss. On my way. Nehmen wir den Commander. Okay, der war besser. Das virale Maschinengewehr hat er noch. Der Granatwerfer ist weg, aber er hat auch nur noch 74 Punkte. Denen sollten wir ja hoffentlich irgendwie beikommen.
74. Gehen wir mal dahin mit Häger. Gut. Das war der erste Streich. Was ist denn das? Ist das hier eigentlich? Ist das Nebel? Also dieser pandoranische Nebel oder was ist das? Wutrausch verursachen. Ja, hätten wir natürlich direkt am Anfang machen sollen. Machen wir es trotzdem. Afo. Ja gut, wir könnten mit der Rakete noch hier reinhalten. Die Frage ist, auf ihn oder auf ihn? Auf ihn, ne? Können wir eventuell schon ein bisschen Rüstung schreddern? 80 Rüstung ist geschreddert, das ist gut. Nee, das kriegen wir nicht hin. Sophia haben wir noch und unseren Captain Cucumber. Pom 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 pom. Feind gesichtet. Der nächste, das ist ja ähnlich. Auch wieder Maschinengewehr und Granatwerferarm, aber der ist auch noch gar nicht aktiv. Schau mal, da ist der. Da sind die Zivilisten. Die sind natürlich gefährlich nah an der Skylla. Wenn die hier reinläuft, tötet die sie wahrscheinlich gleich alle drei. Also, puh. Ein bisschen kritisch. Oh, noch einer. Ja, gut, dann. Gehen wir hier um die Ecke. Achso, kann der jetzt? Nee, auch nicht wirklich, ne? Sophia, wie weit kann sie ihr Geschütz denn werfen? Hm, das ist ganz schön weit. Gehen wir mal hier rüber. Werfen es. Hier hin. Und ich glaube, damit können wir gleich auch direkt schon mal schießen. Wir probieren es mal mit der Fernsteuerung. Wir könnten auch auf den gehen, dass er uns nicht allzu lange nervt. Wisst ihr was? Wir gehen auf den hier. Okay. Gut. Zug beenden. Oder wir gehen noch hier hin. So, Synedrion. Was hat Synedrion zu bieten? Okay, hier oben steht ein Soldat, aber das ist noch ungeschickter. Also da, die läuft jetzt da definitiv rein ins Gebäude und macht das Gebäude kaputt, oder? Ja, oder tötet direkt den, das ist hier oben auf dem Balkon, oder? Und jetzt dreht sie sich und jetzt gibt es wahrscheinlich einen Mindfragger. Aber er lebt noch. Wir sehen es hier bluten. Okay, das war jetzt ein bisschen eine wilde Bewegung, aber da kommt der Mindfragger noch. Mhm. So darfst du natürlich stehen bleiben, ne? Komm. Bleib, ich will deinen Hinterleib sehen. Der hat, glaube ich, am wenigsten Rüstung. So, wir kriegen Besuch von zwei Würmern nur. Und oh, schön, das Geschütz schießt zurück. Ah, okay, da kommen direkt, oh Gott. Bein deaktiviert.
Ich meine, wir können da mit Gurke rein. Wäre so ein kleines Himmelfahrtskommando für Gurke, ne? Kriegt er die alle drei aktiviert? Oh, da ist noch 5 Schaden. Was war das? Ich glaube, der Schuss ist vorher irgendwo hängen geblieben, oder? Das war irgendwie durch ein Hindernis reduziert. 5 Schaden kann ja eigentlich sonst nichts sein. Ich glaube fast, dass das ein Scharfschütze war, der irgendwas getroffen hat und dann kam nur der Splitter mehr oder weniger durch. So, wir schießen. Und ich glaube, wir nehmen jetzt nochmal, je schneller das Ding hier außer Gefecht ist, desto besser. Hafo. Schnelles Zielen. Schnelles Zielen. Wir nehmen mit Hafo jetzt die Artillerieeinheit raus. Wenn das klappt. Ich glaube mit 2 Treffern. Das sieht. Aber das sieht gut aus. 110 und das machen wir nochmal. Ja, zeig mir mehr. Zeig mir mehr. Der muss noch mal zucken. Nein, nicht so. Nein, jetzt. Gut. Na, ich glaube, den kriegen wir. 171 noch. So, Gurke. Wir können mit Sprint. Okay, haben wir 2 Stück. Direkt hier mit Vollgas raus. Ja, da ist der Mindfragger, klar. Oh, da ist noch mehr. Genau, das ist der, der hat eben geschossen. Ah. Nee. Nee, das kann nicht sein. Das war nicht der, der die 5 Schaden geschossen hat. Der macht nämlich einen Overwatch hier in eine Richtung. Hier ist irgendwo ein Scharfschütze noch, hundertprozentig. Oder irgendwas anderes zumindest. Das heißt, ich glaube, es ist sicherer, wenn wir ihn hier durchs Gebäude bewegen. Ich meine, wie viel? 440. Ja? Den kriegen wir nicht kaputt. Ja, mal langsam, mal erstmal. Oh, ach, weil wir durchgelaufen sind. Ach, das habe ich gerade mitgekriegt. Den haben wir auch unter Kontrolle. Okay. Das war mir nicht klar. Das Durchlaufen hat gereicht. Wunderbar. So. Puh. Wollen wir das riskieren hier? Mit 2 Schüssen? Sehr schön. Beide Feuerwürmer weg. Catweasel hat seinen Job gemacht. Ja, Oh, wir können mit einem Adrenalinschub bis daher. Ich könnte ihn. Wir könnten den mit Sicherheit umbringen. Die Frage ist, wie weit bewegt sich die Skiller hier rein zum Schaden machen? Und vor allen Dingen, was steht dann halt sonst noch so da, ne? Adrenalinschub. Häger, dank des Wutrauschs kommt er auch brutal weit. Schaut mal.
Ja. Ja. Er lebt zwar noch, aber ja, das war's. Das heißt, wir ziehen dich wieder raus. Hier hin. Und jetzt können wir eigentlich auch noch Gurke rausziehen. Und zwar sehr, sehr weit. Gut, Auftrag erledigt hier, ne? Würde ich sagen. Das war ganz stark. Wir lassen Gurke aber mal. Tja. Ich meine, ich könnte natürlich, wie sieht es denn aus mit diesem Stampfen? Bringt uns das hier was? Schockschaden, aber da widersteht er ja. Das macht ja keinen Sinn hier. Schockschaden gegen den. Nee. Da gehen wir hin. Aha, da ist er. Das ist er. Das war er. Cyclops SR7. Und da kam nur 5 Schaden durch, weil er irgendwo hängen geblieben ist. Man, warte mal. Ist da was? Das ist scheiße, ne? Wenn ich mich jetzt noch ein Feld bewege. Moving to position. Let's try this. Hä, warum? Ach, weil da oben drüber dieser scheiß Balkon ist. Ich wundere mich die ganze Zeit. Ich hätte hochscrollen müssen. Taking action. So. Jetzt kommen wir nicht mehr hier rein. Puh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wir haben Ansturm. Moment, wir können ihm Ansturm geben. Da muss ich jetzt aber ransprinten. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich kann ihm nochmal 2 Aktionspunkte verpassen. Ansturm. Sehr gut. Ah, ein Träumchen. Jetzt, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Wenn der sich bewegt, nimmt er ja weiter Feuerschaden. Ne? 40 brennen, 20 bluten. Wunderbar. Granatwerfer hat er noch. Der Mindfragger brennt auch. Nö, wieso brennt der eigentlich nicht? Der hat mal Schaden genommen. Shit, dann hab ich nur den anderen noch getroffen. Okay. Nun denn, sei es drum. Wir gehen hier rein um die Ecke. Moving to position. Okay. So, jetzt. Ja, komm, ich probier's mit schnellem Zielen. Probier's da hinten drauf. Auf den wir da hinten sehen. Schade. Probier's nochmal. Mit 2 Treffern hätten wir ihn eventuell sogar rausnehmen können.
Er muss mir mehr zeigen. Hä? Hab ich ihn? Warte mal. Ach, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Und hab ihm den Arm abgeschossen. Ja. Okay. Okay, weil es wurde mir nicht an. Also, das hat man nicht gesehen, ne? Das heißt, er hat nur noch einen Spuckerkopf. Der ist ungefährlich. Dann verlagern wir jetzt hier rüber. So, hatten wir das Geschütz? Ja, hatten wir, ne? Das hat schon einmal geschossen. Deanna Troi. Wie viele Zivilisten sind es denn insgesamt? 8. Das sind 3. Das heißt, da sind in einem anderen Gebäude sind noch mal welche. Sollen wir Deanna hier rüber schicken? Ich weiß nicht, ob da nicht noch andere Gegner sind. Andererseits... Komm. Es muss ja auch irgendwo noch ein Synedrion-Soldat sein, ne? Wir bauen hier Schild auf. Was machen wir mit Lord Ferrum? Acquiring targets. Operative on the move. Keine neuen Ziele. Komm, wir versuchen's. Jawohl. Schön getroffen. Hat nur noch den Spuckerkopf, beide Arme verloren. Gut. Okay. Zug beenden. Ja, das ist der angelockte Soldat. Der wird schön. Er hat immerhin den Mindfragger noch getötet. Der stirbt auch. Ja. Ja, okay. Das war der Synedrion-Soldat da oben. Der ist also weg vom Fenster. Weg vom Balkon sozusagen. Aber es kommt uns jetzt entgegen. Und packt den nächsten Mindfragger. Naja. Okay, steht aber voll jetzt in... Also ich denke, so ziemlich alle. Der verschießt. Müsste nach wie vor Schaden nehmen, ne? Er steht im Feuer. Und der hat beide Arme verloren durch die Bewegung aus dem Feuer raus und damit, ja... Verlässt er das Spielfeld. Gut, sehr gut. Und hoffentlich ein letztes Mal Würmer. 1, 2, 3. Diesmal kommen sie alle an. Sei's drum. Das ist der, den... Oh, hat er irgendwie was gemacht gerade? So, wir nehmen als erstes die Zivilisten. Wo ist denn die Evakuierungszone? Hier hinten. Der ist halt extrem langsam. Ja, außerdem nimmt er ja auch noch Schaden. Den müssen wir, glaube ich, heilen sogar. Der blutet. Also. Erstmal wieder Würmer. Taking aim. Shit. Ich meine, der Scharfschütze lebt halt auch noch, ja? Jetzt ist die Frage, knallen wir jetzt da hinten mal durch? Eigentlich will ich ja, dass der keine Feuerwürmer mehr schicken kann. Wir schießen mal so. Vielleicht treffen wir noch den anderen mit. Ist ja wurscht dann. Ja. Also, unten durchgeschossen, ihn gekillt.
Er hat auch ein bisschen Schaden genommen. I'm here. So. Ja, jetzt ist halt die Frage, wenn man, ich meine, mit denen in den Nahkampf gehen, ist so eine Sache, ne? Naja, doch. Hä? Geht nicht. Warum geht es nicht? Aktion. Kostenpunkt. 2 Aktionspunkte. Ich habe doch noch 3. Hä? Was ist los? Ah, sind wir ver... Nee. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Immun gegen Verwirrung. Eigentlich ist er ja... Genau, das ist ja eigentlich das Coole bei ihm. Dieser Adrenalinschub, der verursacht im... Bei deinem nächsten Zug bist du verwirrt. Ah, okay. Der erste Satz greift nicht. Er ist nicht verwirrt, weil das nicht geht. Mit seiner Mutation. Aber der zweite Satz greift. Fähigkeiten, die Willenskraftspunkte kosten, können bis zum Ende des Zugs... Nee, ist falsch. Es kostet ja keine Willenskraftspunkte. Das ist ein normaler Angriff. Hä, das müsste doch gehen. Wieso führt er diesen Schlag nicht aus? Leute, ist das irgendwie... Ist das buggy? Ah, jetzt. Warum auch immer. Okay. Okay. Nun gehen wir. Boah, geil. Die Rüstung hier ordentlich runtergenommen. Ich hätte den sogar noch aktivieren können hier vorher. War wieder ein bisschen gepennt. So. Hafo hier oben. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Channel open. Die Feuerwürmer müssen wir uns eigentlich auch noch kümmern. Shit. Zwei Feuerwürmer noch hier. Ah, das ist saublöd. Komm ich nicht ran. Da komme ich echt nicht ran. Wie machen wir das jetzt am cleversten? Was haben wir denn? Wir haben hier einen Mindfragger, der hier Hager erreichen könnte. Wir haben hier immer noch einen Scharfschützen stehen, der aber hoffentlich natürlich auch auf Zeit verbrennt, wenn er da drin ist. Das darf nicht wahr sein, oder? 6. Okay, die 6, den krieg ich mit einem Pistolenschuss. Die Hera macht zumindest, die macht sogar 9. Also das kriegen wir hin. Aber einer steht halt noch, ne? Entweder... Receiving loud and clear. Hier machen wir jetzt die Fernsteuerung.
Und schießen hier nochmal. So, Commander Fox. Schnelles Zielen. Den nehmen wir raus. Dann gehen wir hier hin. Töten den Mindfragger. Okay, und kassieren jetzt halt. Kassieren jetzt halt einmal Feuer. Here goes. Das gefällt mir. Brenn, du Miststück. Und dann können wir ja eigentlich immer noch den Kriegsschrei und ihn verlangsamen. Oh, jetzt hat er auch nur einen Aktionspunkt. Kann der überhaupt dann. Kann der dann explodieren? Ich weiß es nicht. Die Rakete haben wir noch. Gib ihm. Okay, da ist der. Wo sind jetzt halt noch die restlichen Zivilisten? Bringen wir Lord Ferrum hier hoch. Explosionsstoß. Noch eine Rakete. Sehr gut. Also. Rüstung ist doch jetzt schon um einiges geschreddert. Einen haben wir noch. Captain Cucumber. Da gehen wir auch ran. Mit dem Rüstungsbruch. Yeah! Ja. Ganz genau. So, und dann gehen wir entsprechend wieder zurück. Heading out. Zu Gwen. Ja, sie holen uns auch den Blutrausch, was. Naja, was. Weiß nicht, ob das jetzt groß was bringt. Weil niemand so arg viel in der Umgebung stehen. Die Bewegung hat sie jetzt auch nur Schaden. Hat ihr jetzt auch nur noch zusätzlichen Schaden gemacht. Und der Mindfragger. Wird er quasi direkt im Feuer geboren? Nee. Den Schuss. Der lebt noch. Ich hab's befürchtet. Bein deaktiviert. Sag mal, ist das der Scharfschütze und der? Sind das dann die beiden letzten? Es sieht fast danach. Wieso haben die Zivilisten? Hä? Wieso haben die Zivilisten gerade Moral verloren? Ach, wegen. Oh Gott, ich dachte gerade schon, es wäre einer gestorben. Wegen des Nebels hier. Puh. Okay.
Das war wegen des Nebels. Die Heilung hier machen wir doch nicht, weil, ja, 45 HP, 10 verliert sie durch Bluten. Aber in 4 Runden sollten wir ja auch beim Ausgang sein. So, Geschütz. So, schweres Bein hat keine Rüstung mehr. Wir müssen den, ich muss den jetzt erstmal lokalisieren hier, diesen unsichtbaren, dieser scheiß Scharfschütze da, das ist nervig. Der steht da irgendwo im Feuer. Ich meine, Häger hat auch keinen Kriegsschrei, ne? Wie kann man den... Könnte hier eine Granate reinknallen. Irgendwo da steht er. Ja, wisst ihr was? Das machen wir, glaube ich, mal, oder? Sehr gute Frage. Nächste Frage, ne? Haben wir ihn erwischt? Ah, da ist er. Ui, der hat ja kaum Schaden. Das hatte ich jetzt was ganz anderes erwartet. Da habe ich jetzt erwartet, dass der hier kurz vorm Exodus ist. Nun denn, aber das Gute ist, dass er jetzt sichtbar ist. Channel open. Moving to position. Pumpgun. Okay, gut. Häger. Adrenalinschub. Hier wieder nicht. Hier schon. Bein deaktiviert. So. Jetzt machen wir hier den Feldheiler. I'll get you medicated. Hä? Wieso ist das Bein immer noch rot? Wieso ist... Hä? Ich hab doch Feldheiler gemacht. Wieso ist das Bein immer noch rot? Fuck? Oder was ist los? Verstehe nicht. Verstehe ich nicht. Das hätte eigentlich nicht mehr rot sein dürfen. Holmes, online. So, Diana. Schau an. Du hast hier einen netten Gegner vor dir. Der... Oh shit. Der immer noch einen Spuckerkopf hat. Komplett vergessen. Das habe ich komplett vergessen, dass du immer noch einen Spuckerkopf hast, mein Freund.
Geisteskontrolle. Wir könnten ihn übernehmen. Einfach, weil wir es können. I'm on the move. Bewegen wir ihn hier rein. So. Cat Weasel. Nimmst du jetzt bitte, was haben wir denn? Ach, wir haben den Mindfragger. Pushing on. Never give up. Machen wir weg. So, Commander, wie sieht der jetzt eigentlich hier aus? Oh Gott, Leute, wir überziehen ja gerade schon wieder ohne Ende. Ich habe jetzt hier vor lauter, habe ich hier die Zeit vergessen. Naja, komm. Das ziehen wir jetzt durch. Es ist ja, wir wissen ja, dass kaum noch Gegner da sind, ne? Es ist. Advancing. Schnelles Zielen. Ready to fire. So, nochmal schnelles Zielen. Identifying target. Wir gehen hier auf das Bein gehen. Ne? Das hat keine Rüstung mehr. Und dann können wir hier einen Overwatch draufsetzen. Der ist kostenlos, passt. So, dann haben wir dieses schöne Teil hier, schnelles Zielen. Wir können ihm jetzt, glaube ich, zweimal mit... Nein! Ah, nee, ach, habe ich es verbockt wieder. Jetzt natürlich vorher prüfen müssen, ob wir ein Schussfeld haben oder nicht. Ja, nun denn. Egal, nehmen wir das. Und dann nehmen wir den Kriegsschrei. Zug beenden. So. 58 Schaden, Sturzschaden haben wir hier genommen. Okay. Ich habe mich noch gewundert, weil eigentlich... sich bewegen und irgendeine Aktion machen konnte er eigentlich nicht. Wegen des Kriegsschreis, aber einfach das Gebäude kaputt laufen, das ging natürlich. So. Machen wir mal weiter jetzt. Vielleicht kriegen wir ihn ja. Was haben wir denn hier? Da haben wir eine Pumpgun. Gott, na denn. Hinterleib. So, Commander. Schnelles Zielen. I just need the right angle. 171. Hafu ist runtergefallen, okay. Hm.
Lord Ferrum. Ah, er widersteht aber auch dem Dings hier die ganze Zeit. I know how to do this. Na, ah, ist mir zu riskant. Da stehen zu viele eigene in der Nähe, dass ich hier. Moment. Geschütz. Stehen jetzt wieder eigene. Naja, ich gehe mal zurück mit Hafo und dann knallen wir drauf. Auf den Kopf. Ja. Wie sieht's jetzt aus? Geht's jetzt wieder? Ja. Deaktiviert Bein. Das nächste Bein ist deaktiviert, ne? Er wird jetzt halt auch langsam. Jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück und schießen noch mit der Säurepistole. Auf den Kopf. Was ist mit dem jetzt? Ach, hat sie ihn nicht mehr unter Kontrolle? Nein, weil sie... Ah, sie hat ihn nicht mehr unter Kontrolle, weil er keine... weil sie keine Willenskraftspunkte mehr hatte, ne? Das hatte ich jetzt gerade auf dem Schirm, dass wir die Kontrolle über ihn verloren haben. Aber jetzt schießt sie ihm den Spuckerkopf kaputt und dann hat er keine Beine und keinen Spuckerkopf mehr. Und dann wird er zum Ausgang fliehen. So, Sophia. Wir benutzen einmal hier zum Weglaufen und einmal... Was haben wir denn? Und einmal die Fernsteuerung. Um nochmal zu schießen. Captain Cucumber kommt leider nicht näher an ihn ran. Aber Pumpgun. Deaktivierter Hinterleib. Das war's für sie, oder? 485. 320 durchbluten. Ja, noch zwei. In zwei Runden ist sie weg. So, er gerät in Panik. Rennt davon und sie ja, nimmt hier auf ihrem Fluchtweg auch nochmal Schaden und der Zug ist vorbei. So, den Zivilist hier, den kriegen wir immer noch nicht raus. Nächste Runde wäre raus. Keine Ahnung, wo die restlichen Zivilisten sind. Die müssen eigentlich, wahrscheinlich sind sie hier irgendwo im Gebäude. Wir haben sie einfach nicht gesehen. Ja, jetzt stirbt sie, ne? Zooming in. Warte mal, wir töten jetzt zuerst. Ah doch, ist ja egal. Wir töten sie. Fertig. Lord Ferrum wird diese Ehre zuteil. Den Feuerwurm nehmen wir mit. Den nehmen wir mit nach Hause. Und den Kill kriegt Diana. Oh, das wird gar kein Kill. Wird nicht mal ein Kill. Hagar. Nee, Hagar ist zu gefährlich. Nee, Hagar hat ja auch noch die Kristalle an der Brust. Tu es. Okay. Lief ja eigentlich ganz gut.
Außer, dass wir halt nicht betäubt haben. Captain Cucumber! Stufe 7. 6 Punkte dann noch gefehlt, ja. Die hat er sich jetzt wirklich verdient. Commander Fox 88, HV 79. Cat Weasel auch die letzten 2 Punkte geholt. Für Stufe 7. Wunderbar. Sieht doch schön aus. 2 neue Max-Level-Soldaten. Alle Zivilisten überlebt, auch wenn wir nur 3 davon gesehen haben. Aber das soll mir auch recht sein. So, Zuflucht gerettet. Feuerwurm gefangen genommen. Belohnung haben wir auch bekommen. Sehr schön. Die Analyse hat es nicht geschafft, ihren Ursprung zu identifizieren. Ja, schade. So, gut. Wir hätten es momentan, hätten noch keine freien Kapazitäten gehabt, ne? Sagen wir es mal so. Wir reparieren. Wir produzieren und dann, ja, gucke ich, dass ich hier schnell abmoderiere. Wir haben deutlich überzogen. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschüss.